Damit sich Geschichte nicht wiederholt, ist es heute wichtig, wach zu bleiben. Jeder und jede und unsere jüdischen Mitbürger zu unterstützen. Zusammen mit einer Menschenkette, ausgestattet mit Kerzen, hat Kirchenratspräsident Lukas Kundert am 30. Januar dieses Jahres ein Statement unserer Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinde abgegeben. Liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren, Kavod Haravan, wenn ich zu Ihnen spreche, spreche ich unter dem Titel »Wo liegt Mitteleuropa?« Ich sehe einen Kontinent, der ist geteilt in Osten, in den Westen und in Juden, und dieser Kontinent heißt Europa. Ein Kontinent geteilt in Ost- und Westrom, in einen griechisch-slawischen Osten und in einen lateinisch-germanischen Westen und in eine hebräische Mitte, hebräisch die Sprache derer, die zwischen Ost und West hin und her ziehen. Ich sehe einen Kontinent, der ist geteilt in Osten und Westen, wie vor 1500 Jahren, und der hat seine Mitte verloren, und dieser Kontinent heißt Europa. Er hat seine Mitte ermordet und vertrieben, die Mitte ist weg, der Kontinent ist gespalten. Seine Mitte ist ausgewandert und wandert weiter aus in ein Land im Osten, das heißt Israel. Ich sehe eine Stadt, die ist heute die Mitte Europas. Dort leben die Mitteleuropäerinnen und Mitteleuropäer heute. Und diese Stadt heißt Jerusalem. Ich sehe einen Kontinent, der hasst seine Mitte. Er tötet sie, er vertreibt sie, er schützt sie nicht. Und auch in der Ferne kann er seine Mitte nicht ertragen. Auch in der Ferne soll seine Mitte nicht leben können. Es soll sie auch in der Ferne nicht geben. Ich sehe einen Kontinent, der ist leer. Die hebräische Mitte ist ihm verloren und er vermisst sie nicht. Er preist seine innere Leere als große Freiheit. Kein Tag ohne Handel, kein Tag ohne Arbeit, kein Tag ganz für Gott, das ist diesem Kontinent Freiheit. Jeder Tag ich, 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 das ist diesem Kontinent Freiheit. Und auch Christus, der Jude, soll nicht mehr sein in diesem Land ohne Mitte, denn er erinnert daran, dass du nicht töten sollst und dass du Gott zu ehren hast. Es gab eine Zeit, in der hatte Europa seine Mitte bereits in Jerusalem. Es war die Zeit, da predigte der Jude Paulus in Korinth. Er hatte gefordert, sammelt Geld, zahlt es nach Jerusalem für die Armenkasse des Tempels. Das sei euer Bekenntnis, sagte er. Bekenntnis, das ist für ihn nicht nur ein Wort, sondern es ist ein Vertrag. Bekenntnis ist ein Vertrag und der lautet, dem, dem ich Geld zahle, unterstelle ich mich. Wir unterstellen uns Gott, aber Christentum kann es nicht geben, wenn man sich nicht gleichzeitig Jerusalem zuordnet, wenn man nicht gleichzeitig zu Jesus sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, dein Volk und dein Gott. Du und dein Gott sind ohne dein Volk nicht zu haben. Es gibt keine Mitte ohne Israel, ohne die Juden. Ohne das Volk Gottes gibt es auch für Christen keine Mitte. Kirchen bekennen neu. Sie bekennen sich zu den Israeliten hier und überall.
Kirchen sammeln Geld und geben es Juden weiter. Noch zu wenig, aber es ist ein Anfang. Wir gaben letztes Jahr etwas wenig, aber es war ein Anfang. Dieses Jahr gaben die Mönche von Maria Stein. Es ist ein Anfang. Es soll wieder so sein, dass wir Geld sammeln, weil wir bekennen, uns gibt es nicht ohne euch. Ihr seid das Volk Gottes und wir sind eure Beisassen. Ihr gehört zu unserer Mitte. Amen.